Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über Spooky Shit und machen Spooky Shit. Also wenn dich das interessiert, lass ein Abo da. Das heutige Video wird ein bisschen anders, weil ich am Anfang erstmal kurz was sagen möchte. Und dann noch viel mehr sagen werde. Ich habe gedacht, so passend zur Winterzeit werden wir Plätzchen backen und ich werde mal wieder ein kleines Q&A machen über das Paranormale. Ich denke mir, es könnte lustig werden. Ich hasse Backen. Ich hasse Backen. Aber wir haben schon den 17. und ich habe noch nichts gebacken dieses Jahr, also dachte ich mir, muss halt. Ich habe eine kleine schlechte Nachricht für euch. Vielleicht für den einen oder anderen, der andere wird sich vielleicht nicht dafür interessieren. Ich werde den Adventskalender nicht zu Ende machen. Es kommt morgen noch ein Video online und dann ist erstmal fertig, weil, ja, gesundheitlich und psychisch ist, nehme ich mal als eins, ist momentan einfach die Luft raus. Und ich merke einfach, wie krass ich momentan eine Social-Media-Pause brauche. Ich habe gestern Instagram auch gelöscht für eine Woche. Also nicht mein Account, sondern nur die App. Also ich werde da wieder on kommen, keine Sorge. Mit diesem ständigen Online-Sein kommt halt auch viel Negatives, ne? Also ich kriege unglaublich viel negative Kommentare mit. Ja, zum Beispiel Leon hat jetzt die England-Tour gepostet und ich erwarte von Leons Community nichts. Unsere Community überschneidet sich ja auch so ein bisschen. Es geht auch nicht um alle, auf gar keinen Fall. Es ist mir klar, dass Leons Community, die mich nicht kennen, nicht so viel mit der Materie im Hut haben, wenn ich jetzt sage, ich fühle Energien oder ich spüre was und kann dann sagen, das ist ein Mann, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, uns zuguckt oder keine Ahnung. Es ist klar, dass manche das für ziemlich abstrakt halten. Ja, durch solche Sachen kriege ich halt immer wieder verstärkt mit, dass viele Menschen denken, das sei fake, das sei gestellt, ich würde einfach labern, yada yada. Die Leute kennen mich halt nicht. So, ist ja auch okay, soll jeder seine Meinung haben. Aber ich muss sagen, manchmal schafft man es halt auch einfach nicht, diese Kommentare einfach wegzustecken. Und ich merke momentan, wie mir Social Media einfach nicht gut tut, psychisch, und dass ich da definitiv Abstand reinkriegen muss. Falls ihr den nächsten Instagram-Post in meiner Story seht, das war nicht ich, das war meine Schwester. Nur so viel dazu. Was wollte ich noch sagen? Jetzt muss ich kurz meinen schlauen Spicker rausholen. Ja, es fällt mir halt auch irgendwie jedes Jahr aufs Neue auf, wie crumpy die Leute in der dunklen Jahreszeit sind. Halt so vor Weihnachten und nach Weihnachten. Irgendwie ist jeder gestresst, irgendwie ist jeder abgefuckt. Und ich weiß, das ist nicht durch meine Präsenz geschuldet so. Vielleicht gehe ich dem einen oder anderen auf und sage es mir aber auch gar nicht. Sondern wir sind halt leider einfach eine riesige Projektionsfläche für andere Menschen. Und das ist einfach so. Für andere Menschen Insecurities, für andere Menschen Unzufriedenheiten und so weiter und so fort. Das wird sich auch nie ändern. Aber wie gesagt, manchmal steckt man das einfach nicht so leicht weg. Und ich bin gerade an einem Punkt, also ich kann das wegstecken, so ist es nicht, aber ich will es gerade einfach nicht wegstecken können, wenn das Sinn macht. Und ich merke aber auch, wie ich die letzten Monate ziemlich mich selber vernachlässigt habe, meine Familie, meine Freunde ein bisschen vernachlässigt habe wegen der Arbeit. Und das ist alles, keiner ist dafür verantwortlich, nur ich. Keiner macht mir den Stress, nur ich selber. Ich bin halt auch ein Ultra-Perfektionist und habe halt auch ultra hohe Erwartungen an mich selber. Deswegen bin ich auch selber enttäuscht von mir, dass ich den Adventskalender jetzt nicht durchziehe. Und ich weiß, dass ich den einen oder anderen von euch auch enttäuschen werde und das tut mir aufrichtig leid. Aber ich muss einfach auf mich selber gucken. Ich muss gucken, dass ich mich nicht mehr vernachlässige. Ich möchte jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall mich wieder mehr Sachen widmen, die mich glücklich machen. Ich möchte mehr bei meiner Familie sein, ich möchte mehr mit Freunden unternehmen, ich möchte mehr rausgehen. Also Sachen, ich möchte wieder meine Hobbys aufgreifen. Das sind alles Sachen, die machen mich glücklich, die habe ich aber die letzte Zeit einfach nicht gemacht. So, und Gott weiß warum, ich weiß es nicht. Aber ich denke, jeder wird das nachvollziehen können, dass man einfach manchmal so demotiviert ist von allem, dass man so Sachen einfach nicht macht. Eventuell werde ich auch noch ein Weihnachtsspecial machen. Eventuell wird ein Ritual kommen. Ich bin mir jetzt aber noch nicht sicher. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ich weiß, viele von euch möchten Rituale sehen. Ich weiß, dass der Lieblingscontent von den meisten auf meinem Kanal ist. Das ist mir bewusst. Aber es geht einfach nicht. Und ich erkläre euch jetzt kurz, warum. Ich sage euch immer, dass Schutz bei Ritualen, beim Ouija, was auch immer, das A und O ist. Wenn ich jetzt aber
einfach so viel um die Ohren habe, ob das jetzt arbeitstechnisch oder privat ist, was ich da zu stemmen habe, ich kann mich nicht schützen, wenn es mir so geht. Und deswegen werde ich so Rituale nicht machen. Ich werde meine Gesundheit und meine Psyche nicht dafür riskieren, für irgendwelche Klicks oder irgendwelche Videos oder irgendwelche Views, weil das ist es mir wirklich nicht wert. Mein Schutz ist mir wichtig genug, dass ich weiß, wann ich Rituale machen kann und wann ich sie nicht machen werde. Vielleicht im Januar, vielleicht im Februar mal wieder, wenn ich einfach ein bisschen runtergefahren bin und wieder mehr in meine Mitte gefunden habe, werde ich das auch wieder machen, ich verspreche es euch. So, und das ist jetzt erstmal alles, was ich sagen wollte, und jetzt gehen wir ins Q&A und ins Backen. Ah, ich habe ja richtig Bock aufs Backen. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? Habe ich überhaupt alles? Ja, okay, habe ich. Kennt ihr das, wenn ihr lest, aber ihr lest gar nicht so richtig? Au! Nicht ich, wie ich mich am Karton schon verletze. Habt ihr dieses Jahr schon gebacken? Backt ihr überhaupt? Ich finde das irgendwie mal nervig. Also auch so mit dem Ausstechen und so, ich mag das gar nicht. Ich bin generell nicht so der Plätzchenmensch. Unpopular opinion. Ach, der Stuhl nervt dich. Verschwinde. So, erste Frage. Gibt es ein Ritual, was du niemals machen würdest? Ja, nee. Also es gibt welche, die ich ungern machen würde. Das ist zum Beispiel One Man Hide and Seek. Ich habe ja schon mal dieses... Wie hieß dieses Ritual, wo man da mit dieser Puppe Verstecken spielt? The Living Doll Game. Das war ja schon richtig gruselig. Aber ich glaube fast, dass One Man Hide and Seek noch ein bisschen schlimmer ist. Und, nee, das stimmt nicht, das will ich schon machen, aber das ist mit Abstand das gruseligste Ritual, was ich kenne. The Shadow Man, falls ihr das nicht kennt, da geht es quasi auch darum, dass man den Shadow Man beschwört. Und wenn er einen findet, reißt er dir die Organe raus, laut Legenden. Und manche halten es nur für eine Urban Legend, manche nicht. Ich finde dieses Ritual auf jeden Fall sehr interessant und ich will es auf jeden Fall machen, aber nicht alleine. Das sind so die zwei Rituale, die am krassesten sind, die ich am wenigsten machen würde, die ich aber trotzdem machen werde. Make it make sense. Nächste Frage. Was war deine erste Puppe mit einem Geist? Das war Sarah. Wo ist jetzt das Ei hin? Hä? Ah. Und die habe ich aus dem Secondhand-Laden damals. Damals war ich noch nicht so in dem Haunted Dolls-Thema drin, so wirklich. Habe aber gemerkt, dass da irgendwas ist. Und durch Sarah kam ich dann auch so zu der Kommunikation mit Haunted Dolls. Und daraus kamen dann immer weitere Haunted Dolls. Und ja, jetzt sind es mittlerweile aber nur noch zwei, die besetzen, nämlich Edo und Lucy. Und wehe, die verlassen mich auch. Dann bin ich echt mad. Okay, jetzt wird es ein bisschen laut. Und ich muss woanders hingehen. Keine Steckdose hier. Great! Die falschen Aufsätze, sag mir das doch. Das geht nicht. Ich hasse nämlich so klebrige Sachen an meinen Händen. Wahrscheinlich wird es hier auch wieder mal gar nichts, weil ich die Hälfte vergesse. Nächste Frage. Hast du schon einmal eine Geistergestalt gesehen? Jein. Also, Lucy hat sich mal gezeigt. Ich glaube, das habe ich schon mal beantwortet, die Frage. Lucy hat sich mal mir gezeigt, allerdings nicht in Gestalt, sondern halt... Ja, wie so Bilder in den Kopf gekriegt, halt so, wie soll man sagen, telepathische Botschaft. Klingt immer so verrückt. Die hat mir ein Bild geschickt in meinen Kopf, wie sie aussieht, so. Ich habe das irgendwo schon mal beantwortet, glaube ich. Wenn es mir einfällt, in welchem Video, werde ich es euch verlinken. Vielleicht beschreibe ich es da ein bisschen besser. Was war deine gruseligste paranormale Erfahrung? Ich glaube, das habe ich auch schon mal beantwortet. Da habe ich, glaube ich, ein ganzes Video zu gemacht, ja, mit dieser neuen Puppe, die ich hatte. Also diese negative Energie, die da an der Puppe dran hing, die ich von einem Follower bekommen habe. Und da ging es mir ja die Tage davor schon richtig dreckig. Bevor ich das verbannen konnte, die Energie, hat sie mir nochmal schön im Schlaf versucht, die Seele aus dem Leib zu ziehen, wenn man das so sagen kann. Wie so ein Workout, Alter. Ich habe danach gedacht, vielleicht habe ich mir das eingebildet, vielleicht war ich im Halbschlaf, vielleicht war das irgendwas Harmloses wie eine Astralprojektion, keine Ahnung, nee, Astral. Reise, sowas. Bis mir dann der frühere Besitzer auf Instagram geschrieben hat, dass er sich mein Video gerade angeschaut hat und übelst die Gänsehaut bekommen hat, weil ihm genau dasselbe mit der Puppe passiert ist. Ja, das war ein bisschen gruselig, aber auch cool. Machst du noch eine Beschwörung mit The Witch of Roses? Wir wohnen leider ein bisschen weit auseinander, so wie immer. Ich wohne immer woanders als alle anderen. Ich wohne ganz im Süden und alle anderen wohnen
immer im Norden. Ist auch der Grund, warum ich mit Leon und Hubi nicht so viel mache, weil die viel zu weit weg wohnen alle von mir. Ist ein bisschen schade, aber ja, da wird es auf jeden Fall mal irgendwann wieder was zu geben. Ich glaube, wir sind gut mit dem Teig. Wie lange muss man sowas kneten überhaupt? Ich kenne mich halt null aus. Ich packe nie. Obviously. Na gut, eine können wir noch machen, bevor es weitergeht hier. Wo liegt deine Grenze? Wann würdest du dich aus dem Paranormalen zurückziehen? Ja, es ist quasi das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Wenn ich merke, dass ich mich nicht ausreichend schützen kann, dann ist meine Grenze erreicht. Damit ist halt auch nicht zu spaßen, ne? Jeder denkt immer so, dass heimgesucht bedeutet, dass irgendwelche Spukphänomene passieren. Keine Ahnung, dass sich Geister in der Wohnung zeigen, dass Regale umfallen, keine Ahnung. Aber so wenige Bedenken, dass da auch so viel mehr dahinter stehen kann, wie zum Beispiel Unglück, Depression, Krankheit, keine Ahnung. So negative Energie kann sich durch so viele Sachen bemerkbar machen, die man eigentlich so gar nicht auf dem Kieker hat. So, ne? Also ich sage nicht, dass man bei psychischen Problemen und so weiter und Krankheiten direkt auf negative Energie schließen sollte. Nein, 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 nein. Wenn man depressiv ist oder so, dann muss man natürlich erstmal in sich selber gucken und auch sich Hilfe suchen, wenn man sie braucht. Denn sich Hilfe zu suchen ist nicht schwach. Ganz im Gegenteil, das ist stark. Aber ich meine, sowas kann auch durchaus passieren. So, und das ist das Häufigste und nicht, dass da mein Regal plötzlich von der Wand fällt und so. Deswegen ist Schutz das A und O. Und sobald ich merke, ich kann den nicht aufrechterhalten, logischerweise mache ich keine Rituale und so weiter und so fort, ne? Was muss ich jetzt machen? Nein, ich muss den 30 Minuten in den Kühlschrank. Geht das nicht auch so? Na gut, dann sehen wir uns wohl in einer halben Stunde wieder. Ist auch mal wieder super vorbereitet. Bis gleich. One eternity later. We are back. Die halbe Stunde ist um. Ich habe genau 2 Ausstecher. Wow, so richtig Plätzchen auf Fisch bestellt heute. Okay, anyway, es geht ja mehr um die Fragen. Und dann sind es halt auch noch so Riesen-Ausstecher. Okay, next question. Jetzt haben wir 2-mal die gleiche Frage. Wann hast du angefangen, an das Paranormale zu glauben? Wie lange glaubst du schon an Präsenzen? Oh nein, der bröckelt! Ich glaube, das habe ich im ersten Q&A schon beantwortet. Ich verlinke euch das Video mal hier, dann könnt ihr es anschauen. Machst du auch Live-Videos? Wenn ja, wo genau? Tatsächlich fange ich jetzt, ich weiß, das sage ich schon seit Wochen, mit Twitch an. Aber ich habe jetzt einen neuen Rechner. Ich brauche nur noch einen zweiten Bildschirm. Und dann kann das Ganze losgehen. Folgt mir schon mal auf Twitch, wenn ihr das nicht tut, weil da wird es auf jeden Fall, ich denke, spätestens Januar was geben. Und dann werden wir gucken, was ich da mache, weil ich kann ja jetzt auch wieder zocken und Horrorgames spielen. Vielleicht machen wir sowas mal im Livestream. Next question. Sind die Geister aktiv? Ich denke mal, sie oder er meint meine Geister. Zurzeit tatsächlich nicht so. Zurzeit ist bei mir sehr ruhig. Ich mache aber halt auch nichts gerade. Ich mache weder Rituale, noch gehe ich irgendwie krass in Kommunikation. Die Lampen gehen ab und zu an und aus. Aber sonst passiert jetzt nichts Großartiges. Mein Fernseher geht noch immer an und aus. Da weiß ich immer noch nicht, woran das liegt. Ich dachte ja, das liege am Fernseher und habe mir ja dann einen neuen geholt. Ja, der neue macht das halt auch. Also, keine Ahnung, das mit dem Fernseher finde ich ganz komisch. Vielleicht ist das irgendwie am Strom oder so. I don't know. Falls mir das irgendjemand... What the fuck? Was ist dieser Teig? Falls mir das irgendjemand erklären kann, gerne in die Kommentare damit. Leute, der Teig will mich verarschen. Okay, next question. Gibt es schon Planung für nächstes Jahr? Ja, so mehr oder weniger. Also ich habe natürlich vor, wieder öfter zu reisen, so wie die England-Tour würde ich sehr gerne häufiger machen. Die fandet ihr ja soweit auch ganz gut, wie ich das beurteilen konnte, durch das Feedback und so. Ich weiß noch nicht, mit wem ich das machen soll, weil, naja, meine Freunde arbeiten halt normal. Leon und Tobi haben ja auch manchmal Besseres zu tun, als mit mir die ganze Zeit auf Reisen zu gehen. ja, auf jeden Fall, sowas würde ich gerne öfter machen. Deswegen kommt es mir natürlich auch immer sehr zugute, wenn ihr den Kanal unterstützt mit zum Beispiel dem Merch oder Kanalmitgliedschaften, weil solche Reisen natürlich sehr teuer sind immer. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall vor, die nächsten Jahre das zu erweitern. Da werden wir mal sehen, wohin es uns verschlägt, ne? Ich habe jetzt auch gute Connections nach USA, zu Josh und so. Seid da auf jeden Fall gespannt. Ich habe da einige Ideen, was wir machen können. Das ist eine interessante Frage. Hast du schon mal daran gezweifelt, dass es Geister, Dämonen etc. gibt? Ja, und ich tue es tatsächlich manchmal noch. Ich habe zum Beispiel auch oft so, wenn ich so Zeichen vom Universum, nenne ich es jetzt mal so. Ich glaube ja an Numerologie und an Zeichen vom Universum in Form von, ja eben Zahlen oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist normal zu zweifeln.
Weil manchmal habe ich dann so das Ding, dass ich mir denke, ja, was, wenn du dir das alles nur einbildest? Was ist, wenn das gar kein Zeichen ist? So was, wenn du das halt nur so sehen möchtest? Da habe ich manchmal auch so ein bisschen Bedenken. Aber es ist nie so, dass ich den Glauben daran verliere. Also das sind manche Momente, die mich ein bisschen zweifeln lassen, gerade wenn es irgendwie eine schwierige Zeit ist oder so. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ganz normal und ich glaube, so geht es jedem. Ja, also ich werde meinen Glauben daran nicht verlieren. Ich habe so viele Sachen erlebt, die ich mir nicht erklären kann. Ich beweise mir jedes Mal aufs Neue, dass es sowas gibt, indem ich Rituale mache und den ganzen Shit. Deswegen mache ich das ja auch immer, ne? Um es mir immer wieder neu zu beweisen, dass es sowas gibt. Eigentlich auch ein bisschen dumm. Aber naja, wichtig ist nur, die Hoffnung nicht aufzugeben. Jetzt wollte ich noch irgendwas dazu sagen. Ach ja, ich war ja früher auch Atheist, ne? Ich habe ja früher auch gar nicht an Geister und sowas geglaubt. Ich habe auch nicht ans Universum oder sonst was geglaubt. Ich habe nicht an Gott geglaubt. Mit Gott und dem Teufel tue ich mich bis heute schwer. Ich glaube einfach an Energie. Ob das jetzt im Endeffekt Geister sind oder wie man es auch immer nennen mag, irgendwas gibt es auf jeden Fall. Und ich denke, wir werden es alle früh genug erfahren. Next question. Wie macht sich so mit Ignaz? Ignaz hat echt seinen Ruf inzwischen weg, ne? Ignaz geht's gut. Ich glaube, der hat sich nie ganz davon erholt. Boah, bin ich froh, dass er nicht Ignaz heißt, ne? Wie merke ich, ob etwas bei mir ist und was genau? Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Da erkläre ich ganz ausführlich, woran ihr merkt, ob es bei euch spuken könnte und um was für eine Präsenz es sich handeln könnte. Verlinke ich euch hier. Schaut euch das gerne an. Würde jetzt hier den Rahmen auch absolut sprengen. Und ich muss ja auch nicht alles doppelt und dreifach erzählen. Ist das alles echt, was du in deinen Videos erzählst? Naja, ich erzähle Geschichten, die mir so nicht passiert sind, meiste Zeit. Also alle Geschichten, die ich euch erzähle, aus meinen persönlichen Erfahrungen, sind absolut 100% authentisch. Die habe ich so erlebt. Ich würde niemals irgendwas erzählen, was ich nicht erlebt habe. Zu den anderen Sachen, die ich nicht erlebt habe, kann ich euch natürlich nicht sagen, ob das stimmt oder nicht so, weil ich ja offensichtlich nicht dabei war. Also ob Conjuring echt ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur meine Meinung dazu sagen. Und jeder darf natürlich seine eigene Meinung darüber bilden, auch über meine persönlichen Erfahrungen. Niemand ist dazu gezwungen, irgendwas zu glauben. Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden und jeder soll das glauben, was sich für ihn richtig anfühlt einfach. Wenn mir jemand nicht glaubt, dann ist das auch vollkommen okay. Mir muss auch nicht jeder glauben. Ist auch nicht mein Ziel hier mit diesem Account, dass mir jeder glaubt. Ich muss hier niemanden bekehren. Oh, ich habe keinen Bock, das nachher wieder sauber zu machen. Deswegen backe ich auch nie so gern. Next question. Die Frage fand ich lustig. Also nicht die Frage an sich, aber das, was dazu steht. Was machst du eigentlich beruflich? Frau Tipp, Kindergärtnerin. Das finde ich so lustig, weil ich mit Kindern absolut nichts anfangen kann. Ist jetzt nicht so, dass ich Kinder hasse oder so. Die sind schon ganz okay, aber ich will auch keine eigenen Kinder. Mein Neffe reicht mir. Ich finde das anstrengend. Ich habe tatsächlich mal ein FSJ gemacht im Kindergarten, habe an Tag 2 gemerkt, dass es nichts für mich ist. Und musste dann noch ein Jahr dort chillen. Ja, das war eine ganz glorreiche Erfahrung. Ich mache YouTube. Wenn das nicht schon offensichtlich genug war. Ich bin gelernte Fotografin, habe auch in der Fotografie gearbeitet, bin dann auf Videografie gekommen, habe ein bisschen Grafik gemacht, habe ein bisschen Video-Cut gemacht und so weiter und so fort. Oh nein, das Bein fehlt. Ja, und bin dann irgendwann halt zu YouTube gekommen und dann hat es funktioniert und dann bin ich halt da geblieben. Und inzwischen auch Vollzeit. Also ich hatte eigentlich immer noch einen Job nebenher. Sei es jetzt Fotografie, Videografie, Design oder in der Gastro. Ich habe immer nebenher irgendwas gemacht, aber seit diesem Jahr kann ich davon leben. Alles dank euch. Ich bin so schlecht im Backen. Ja, alles dank euch. Und da bin ich natürlich jeden Tag sehr, sehr, sehr dankbar für. Deswegen danke an euch und alle, die diesen Kanal unterstützen. An jeden Like, an jedes Kommentar, an jedes Kanalmitglied, an jeden Hate-Kommentar, denn ja, auch negative Interaktion. Und ihr unterstützt meinen Kanal damit trotzdem, ob ihr das wollt oder nicht. Next question. Glaubst du an Wendigos? Ich habe mich mit dem Thema Wendigos und Skinwalker und so weiter noch nicht sehr beschäftigt. Ich finde es ein absolut gruseliges Thema. Aber ich tue mich halt generell voll schwer mit so, ja, so Kreatur, so monstermäßig tue ich mich super schwer. Ob es sie tatsächlich gibt? I don't know. Vielleicht irgendwo in den Appalachen. Auf jeden Fall, wenn dann vermutlich nicht hier. Zum Glück. Aber ich fände es auf jeden Fall cool. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, dem wir uns irgendwann auch auf jeden Fall widmen werden. Welches Ritual hat dich am meisten bisher interessiert? Tatsächlich auch die zwei der Rituale, die am gefährlichsten sind, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Das sind so die zwei. Und sonst? Oh ja, was ich auch richtig gut finde an Ritual, was ich aber auch echt gruselig finde, ist das
Schrankspiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist schon allein gruselig, was man da einfach sagt. Also man geht in den Schrank und beschwört da halt irgendein Wesen oder so in den Schrank. Ich habe leider nur den Schrank in meinem Schlafzimmer und ich fände das sehr gruselig, das dort zu machen. Deswegen habe ich es nur nicht gemacht, weil ich da schlafen muss. Und ich schlafe mit Blickfeld zum Schrank, also das wäre mir doch ein bisschen unangenehm. Aber dann geht man da rein mit so einem Streichholz und beschwört da halt was. Ich habe bestimmt überall Mehl im Gesicht. Und dann sagt man sowas wie, show me the light or leave me in darkness. Und das allein finde ich halt schon richtig gruselig, das zu sagen. Alle Rituale, die so creepy as fuck sind, die reizen mich halt am meisten. Aber ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Kann man auch vor mehreren Todesursachen Angst haben von den vorherigen Leben der Seele? Ist eine interessante Frage, ich denke schon. Ich dir aber auch nicht zu 100% eine Antwort geben, weil, naja, ich lebe. Und solange ich lebe, werde ich das nicht erfahren. Wenn die Seele mehrere Tode gestorben ist, würde es ja auch Sinn machen, oder? Lasst mich eure Meinung dazu gerne mal wissen. Wir können gerne in den Kommentaren mal darüber diskutieren. Was ist das? So, jetzt kommen die auf jeden Fall in den Ofen und dann beantworte ich noch die restlichen Fragen beim Dekorieren. Also sehen wir uns wieder gleich. Tschüssel! Da kann man doch noch irgendwas draus machen. Macht jetzt einen Kreis draus. Schön. One eternity later. Sie riechen besser, als sie aussehen. Ich meine, komm schon, mit einer Backmischung kann man nicht viel falsch machen, oder? Jetzt dekorieren wir das auf jeden Fall. Ich habe keinen Pinsel. Deswegen machen wir das jetzt mit einem Messer. Alles wieder so semi-professionell. Nächste Frage. Wann machst du wieder Share Some Scare? Weiß ich nicht. Bisher sind mir noch keine Geschichten untergekommen, die ich erzählen... Also, wo ich den Drang habe, die erzählen zu müssen. Entweder sie sind zu kurz. Oder sie sind an den Haaren herbeigezogen. Das sieht ein bisschen ekelhaft aus. Deswegen, also wenn ich mal wieder über eine Geschichte stolper, die ich gerne mit euch teilen will, mache ich das natürlich. Aber ich muss ehrlich sagen, dass es auch sehr anstrengend ist, da ich sehr viele Nachrichten diesbezüglich bekomme und schon gar nicht auf alle reagieren kann und so. Aber irgendwann machen wir das auf jeden Fall wieder. Mich würde interessieren, wie bemerkt man einen Haunted Gegenstand? Also da kann ich auch wieder nur für mich reden, ne? Das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich das halt fühle. Boah, das sieht echt ein bisschen unappetitlich aus hier. Ich spüre das einfach, also, wie mache ich das jetzt? Scheiße. Nein, nein, nein! Clever me. Ja, ich spüre das halt. Also, wenn ich irgendwie einen Gegenstand um mich rum habe, dann fühle ich die Energie davon und kann dir sagen, ob das negativ oder positiv ist. Es klappt halt tatsächlich auch öfter über Bilder oder Videos. Ferndiagnosen möglich, aber zu 100% kann ich es dann erst sagen, wenn ich auch wirklich die Energie um mich herum spüre. Wow. Wie erkenne ich oder wie kann ich eine Seele von einer Verstorbenen rufen? Wie kann ich mit ihr reden? Würde ich tatsächlich ein professionelles Medium empfehlen, die sowas anbietet. Weil im Endeffekt kannst du dir nie sicher sein. Ja, also angenommen, du würdest das jetzt mit dem Ouija-Brett versuchen. Ich habe mit dem Ouija-Brett zu 90% negative Energie. Ich weiß nicht wieso, vielleicht ziehe ich das an, I don't know. Die geben sich gerne als was anderes aus, als dass sie sind. So, und wenn du jetzt nicht energiefühlig bist, dann wirst du das vielleicht glauben. Die werden dir Sachen erzählen, ich bin, was weiß ich, deine Oma oder sonst was. Werden dir Fragen beantworten, all fun and games, bis es dann irgendwann switcht, nachdem sie dein Vertrauen bekommen haben und dann ist halt Kacke. So. Deswegen würde ich auf jeden Fall ein Medium empfehlen. Passt aber auf, ne? Es gibt viele Scharlatane, muss ich euch glaube ich nicht erzählen. Das ist allseits bekannt. Wenn ihr jemanden sucht, dann achtet auf Bewertungen oder Erfahrungen oder geht nach. Ich hab das Wort vergessen. Geht nach Empfehlungen ist das Wort. Wie alt bist du? Du siehst echt jung aus. Ich weiß, ich bin für immer Mitte 20. Was hältst du von Satanisten und Gott? Ganz ehrlich, mir ist das egal. Also soll doch jeder so leben, wie er es für richtig empfindet. Wer bin ich, andere Menschen zu verurteilen oder über die zu urteilen. Das geht nicht einen Scheißdreck an, was andere Menschen machen. Solange keiner zu Schaden kommt mit dem Glauben. Also wenn das jetzt halt so Hardcore-Satanisten sind, die da so Tieropfer machen und keine Ahnung, muss nicht sein, meiner Meinung nach. Aber was willst du machen, ne? So Menschen gibt's halt. Und meine Meinung dazu ist ja eigentlich relativ egal. Also ich finde, Satanisten und Goth haben ja jetzt erstmal nichts gemeinsam, ne? Das Gothic ist halt ein
alternativer Kleidungsstil, den ich ziemlich cool finde. Ich war früher selber so ein bisschen in der Emo-Szene unterwegs. Goth war mir ein bisschen zu dramatisch, nenne ich es mal, aber ich finde es cool. Also wenn Leute so ihren eigenen Stil entwickeln und da auch keine Angst davor haben, was andere sagen könnten, ich finde das extrem cool und stark. Ja. Und dann gibt es ja auch, man muss ja auch unterscheiden, was für Satanisten das sind, ne? Sind das die modernen Satanisten, weil die glauben ja nicht an Satan so, sondern sind ja mehr die Atheisten. Und wenn das halt die, wie sagt man dazu, die alten Satanisten sind halt, ist nicht so, ist nicht meine Welt und ich würde sowas auch niemals machen, so Tiere opfern und keine Ahnung was. Und meine Meinung dazu ist relativ main. Denn meine Meinung ändert die Welt nicht. Ist neuer Merch in Planung? Also ich habe einiges... Oh nein. Ich habe einiges an Ideen für neuen Merch. Weiß aber allerdings noch nicht, wann das alles kommen wird, weil das halt auch immer eine Frage von Finanzen ist. Ne? Man muss ja immer in Vorkasse gehen und momentan habe ich das Geld dafür nicht. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann neuen Merch geben. Auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr den finden werdet. Ich habe massig Ideen, wirklich sehr, sehr viele Ideen. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Und wenn ihr noch kein T-Shirt oder eine Beanie habt, dann schaut gerne in meinem Shop vorbei. Morgen ist dann noch 15% auf alles. Auf alles, also auf deine Bestellung halt. Bis morgen ist dann noch 15% auf alles. Jetzt habe ich genau dasselbe nochmal gesagt. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder braucht oder will oder für jemand anderen, schaut da gerne vorbei. Die Beanies wird es so nicht mehr geben. Also wenn ihr noch eine haben wollt, seid schnell. Eine Sache, vor der die meisten Menschen Angst haben, du dich aber freuen würdest, wenn sie passiert. Die realen OGs wissen meine Antwort darauf. Von einem Dämon durch die Luft geschmissen zu werden. Oder die Treppe rauf von einem Dämon gezogen zu werden. Das war sehr praktisch, weil ich wohne im 5. Stock. Ja, das ist meine Antwort. Next. Einsteiger-Equipment. Da würde ich auf jeden Fall die Wünschelrouten empfehlen. Ich bin ein bisschen begabt mit dem, wie ich finde. Also bei mir gibt es da nicht immer Ergebnisse. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass sie vielleicht nicht wollen gerade oder wie auch immer. Und was natürlich auch am ungefährlichsten noch ist, sind so Sachen wie Spirit Box zum Beispiel, ne? Oder ein Ramport oder keine Ahnung. Aber das ist halt auch alles eine Kostenfrage. Wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, reichen Wünschelrouten komplett aus. Oder halt Lampen, Taschenlampen. Da müsst ihr aber darauf achten, dass man die drehen muss. Ja. Das war ein Fehler, weil mit Knopf funktioniert das nicht. Hast du vor, irgendwann ein Community-Treffen zu machen? Das war... Gut. Das war öfter gefragt. Es ist bisher nichts in Planung. Aber ich schließe es nicht aus, in der Zukunft sowas zu machen. Weil ich glaube, das könnte lustig werden mit euch. So, letzter Keks, letzte Frage. Auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Hast du nach Ritualvideos Angst zu schlafen? Nein. Ich schlafe wie ein Baby, also wirklich. Es gibt Rituale, da habe ich ein bisschen Angst. Wie zum Beispiel nach diesem letzten, ne, an meinem Halloween-Special, wo ich dieses Verstecken gespielt habe mit dieser Puppe. Da hatte ich wirklich ein bisschen Angst. Weil da habe ich dann am Ende, also so in der Nacht, auch noch so Schritte gehört und so. Ist aber halt in meiner Wohnung nichts Ungewöhnliches, ne? Also deswegen habe ich mir da jetzt auch nicht so ins Hemd gemacht. Und ich war ziemlich müde, deswegen habe ich sehr gut geschlafen. Aber ansonsten eigentlich nein. Weil ich spüre ja, ob was da ist oder nicht. Und wenn das Negatives da ist, ja, dann ist das halt so. Dann werde ich halt am nächsten Tag räuchern und dann ist gut. Oder halt bannen, wenn es ganz schwierig ist. Face-Test. Falls ihr eine geile Backmischung wollt, not sponsored. Ich habe das selber gezahlt. So, Leute, das war das Q&A. Ich hoffe, ich habe euch eure Fragen gut beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Dann kann ich da vielleicht entweder im nächsten Q&A eingehen oder direkt im Kommentar. Das war auf jeden Fall dieses Video. Und dann sehen wir uns erst zu Weihnachten. Morgen ja nochmal. Morgen sehen wir uns auch nochmal. Schaltet ein. Tschüss.